Was geht? Mein Name ist Gabor. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Hinter mir könnt ihr sehen, wir besteigen heute bzw. bis morgen den Großglockner. Ich nehme euch mit auf die Tour. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und wir legen dann los. Let's go! So, wir haben jetzt beim Lucknerhaus geparkt und laufen jetzt hoch, heute bis zur Stüdelhütte und morgen dann bis zum Gipfel. Das heißt, heute ist nur eine entspannte Wanderung. 800 Höhenmeter ist jetzt echt angenehm. Wir haben saugeiles Wetter, kaum eine Wolke. So 28 Grad, klar ist es heiß, aber oben vielleicht geile Sicht, hoffen wir mal das Beste. Ich sehe es ja erst morgen, aber sehr geil bis jetzt. Wir sind noch mal ein Stück weiter. Es fehlen uns ungefähr noch 350 Höhenmeter bis zur ersten Etappe heute. Es läuft sehr gut, aber ich merke das viele Gewicht im Rucksack. Ich bin bei 10 bis 15 Kilo ungefähr. Und Schuhe muss ich ja dann noch anziehen, das heißt, es wird später wahrscheinlich ein bisschen angenehmer. Ja, bis jetzt kann man es auf jeden Fall machen, taugt. Und jetzt gehen wir noch weiter bis zur Hütte, dann chillen wir erstmal ein bisschen. Wir haben jetzt die erste Etappe fast geschafft. Da hinten ist die Hütte. Nur noch da hoch. Dann war es das für heute. Ich bin gut aus der Puste. Aber hat auf jeden Fall Bock gemacht. So, hinter mir seht ihr die Stüdelhütte. Wir sind jetzt angekommen. Ich fühle mich gut. Jetzt eine Cola getrunken, direkt ein bisschen Energie bekommen. Und ich wollte euch jetzt noch mal einen kleinen Rundblick geben hier, was es hier alles gibt, was man hier sieht. Sieht sehr schön aus auf jeden Fall. Ich zeige es euch einfach mal. Genau, hier ist die Hütte. Und hier oben kann man schon sehen, das Weiße da hinten ist der Großglockner. Da wollen wir hoch. Hier ist sogar, glaube ich, auch noch ein kleiner Gipfel, auf dem man hoch könnte. Aber habe ich jetzt nicht so Lust, muss ich sagen. Einen chilligen heute machen. Ich habe noch 12 Stunden jetzt Ruhezeit und dann geht es morgen weiter. Ich nutze das jetzt auf jeden Fall mal zum Akklimatisieren. Ich merke es auf jeden Fall. Mich hat es ein bisschen mitgenommen, aber ich hoffe, morgen wird es besser. Sollte auf jeden Fall klappen. So, das ist unser Schlafplatz für die Nacht. Hier oben die sind wahrscheinlich unsere. Oder die, ich bin mir noch nicht sicher. Schöner Blick nach draußen. Und hier gibt es noch was ganz Cooles hier vorne. Wenn man Langeweile hat nämlich, kann man hier noch ein bisschen bouldern gehen. So, wir haben es jetzt früh morgens. Ich habe echt wenig geschlafen, dass es so heiß war. Unser Zimmer war komplett voll. Wir waren, glaube ich, 30 Leute in einem Zimmer. Kein Fenster offen, keine Tür offen. Ich habe geschmort, ich bin dann runtergegangen in die Schuhkammer und habe in der Schuhkammer geschlafen. Ich zeige euch davon mal einen Clip dann kurz. Und ja, jetzt hier gerade noch am Frühstücken. Buffet ist sehr schön, sehr viel Auswahl. Für mich noch ein kleiner Tee. Und dann fülle ich noch mein Wasser auf und dann laufen wir los. Dann geht's hoch zum Gipfel. Reise hat begonnen. Ich hatte eigentlich keine Motivation, aber jetzt, wo ich draußen bin, kommt sie auf jeden Fall. Legen wir los. So, wir sind jetzt am Eisfeld angekommen. Hinter mir leuchtet es wie ein Mordor, sieht richtig schön aus. Das kleine Eisfeld gehen wir jetzt noch ohne Steigeisen. Das ist schön gut eingetreten, es geht nicht so steil bergab. Danach kommen die Steigeisen drauf und dann wird die Gletscherüberquerung gemacht. Und ich schätze so, gegen 10 Uhr werden wir den Gipfel erreichen. Wir sind jetzt um 5:30 los. Ganz gemütlich, keinen Stress machen. So, Steigeisen sind jetzt an. Jetzt geht es über den Gletscher. Ich erkläre euch kurz mal die Route. Wir gehen jetzt von hier so rüber hoch über den Grat zum Gipfel. Der Gipfel hängt leider noch in den Wolken. Kann ich leider nichts dafür. Aber es soll sich anscheinend noch legen. Ich hoffe es sehr. Wir haben es jetzt mal über den ersten Teil des Gletschers geschafft. Hinter mir ist die Sonne, sie geht endlich auf, sehr schön. Die Aussicht hier ist phänomenal, also es sieht wirklich so gut aus. Die Seilschaft war für mich jetzt irgendwie, ich habe es noch nie zuvor gemacht, ich fand es jetzt nicht so cool. Vor allem ist es so eng aneinander, man zieht sich so ein bisschen gegenseitig, man hat nicht sein eigenes Tempo. Aber definitiv Sicherheit davor. Und ja, vom Tempo her, wir sind recht zügig unterwegs. Da sieht man jetzt den Großglockner schon. Die Wolke hat sich verzogen,
schon mal sehr geil. Steigeisen ziehen wir jetzt nochmal aus, denn wir haben ja hier einen recht guten Weg zum Laufen. Da brauchst du länger mit Steigeisen als ohne. Und ja, ich mache nochmal einen schönen Rundview, Shot für euch, und dann gehen wir weiter. So, nächster Checkpoint ist erreicht, die Erz-Johann-Hütte. Das bedeutet, uns fehlen jetzt nur noch 350 Höhenmeter, ein bisschen weniger sogar, bis wir am Ziel sind. Und jetzt nur noch ein bisschen über den Gletscher laufen, dann noch über den Grat, und dann haben wir es geschafft. Weiter geht's. So, jetzt kommt der spannende Teil. Jetzt wird's richtig spannend. Jetzt geht's gut steil, klettern, gut reinhauen. Ich merke die Luft so krass, aber das letzte Stück kriegen wir auch noch hin. Das ist scheiße, ja. Sehr krasser Aufstieg zum Schluss. Ja. Durchgezogen und top auf der Großglockner. Ich bin sehr happy. Hat lange gedauert, vor allem der letzte Anstieg. Waren glaube ich 200 Höhenmeter und dafür haben wir eine Stunde gebraucht. Aber war geil, hat Bock gemacht. Geil, also dann, ich mache mich auf den Rückweg. So, wir sind wieder zurück am Auto. Großglockner ist geschafft. War richtig geil, hat Spaß gemacht. Ich bin so am Ende, aber Beine tun gut weh. Ich habe den Großglockner bestiegen. Ich habe den zweiten der Seven Summits der Alpen. Bin ich sehr froh drüber. Ich bin ja nicht so der Bergsteiger, aber es hat mir auf jeden Fall getaugt. Man sieht leider nicht alles. Ja, wie weit das weg ist, Alter. Ihr wisst das gar nicht, wie weit das weg ist. Aber ich will mich auf jeden Fall dafür bedanken, dass du das Video angeschaut hast. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abonniert den Kanal, lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr freuen und wir sehen uns dann. Ciao.